grüße euch. Schön, dass ihr dabei seid zum Ende dieser Woche. Heute habe ich mal das Thema überschrieben, wenn das Gewissen plagt. Wir lesen Folgendes im Psalm 51, Vers 14. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. David spricht das hier und ich bin froh, dass die Bibel es uns aufschreibt und wir da mit hineingenommen werden in diese Situation, die wir alle sicherlich kennen. Nicht, weil wir jetzt Ehebruch begangen haben oder wie David dann einen organisierten Mord, sondern weil wir alle das kennen, dass wir etwas tun, gesagt, getan, gedacht haben, was wir auf einmal ja mit uns rumschleppen und wie es sich auf uns legt und unser Gewissen uns plagt, weil wir merken, es war falsch, es ist Sünde, es ist nicht richtig gewesen. Manchmal kann man dann irgendwie so versuchen, es argumentativ für sich in die richtige Richtung zu bringen oder wie David es zu verheimlichen und doch merken wir, wie der Heilige Geist etwas in unseren Herzen tut, in unserem Gewissen uns überführt, sagt die Bibel, und wie wir auf einmal erleben, wie da eine Last ist. Und die große Frage, wie geht diese Last weg? Die Welt hat da so ihre Ideen, gute Taten, es versuchen irgendwie auszugleichen oder eben zu rechtfertigen und andere Dinge. Aber als Christen wissen wir, all das funktioniert nicht. Ich kann da versuchen, zwar irgendwie etwas in diese Richtung zu tun, aber es bringt letztendlich diese Last der Schuld nicht weg. Und genau hier setzt dieser Bibelvers ein, denn David flieht am Ende, wo er merkt, er ist schuldig vor Gott. Er ist schuldig in seiner Sünde. Er ist schuldig an den Menschen. Er flieht damit zu Gott und er bittet ihn um Vergebung. Er macht deutlich, Gott, ich habe versagt, ich habe was falsch gemacht. Er will diese Last nicht länger mit sich rumtragen. Und so bittet er, gib mir wieder neu die Freude an deinem Heil. Gott, du bist doch der Gnädige und Gerechte. Und in Jesus Christus ist es so wunderbar, denn diese Tür ist aufgestoßen. Wir dürfen freimütig, so sagt es uns die Bibel, zum Thron der Gnade kommen und dürfen dort Vergebung und neue Freiheit empfangen. So wie es hier heißt, nämlich Freude an dem Heil Gottes, dass ich wieder voller Freude sein kann, dass die Lasten weg sind, weil er sie getragen hat, weil mir vergeben ist. Und er will mich neu stärken und neu ausrichten. Denn wie schnell geht es dann, dass wir sagen, oh weh, das schaffe ich nie, da komme ich nie raus, ich werde mich nie verändern und so weiter. Da kommt diese Anklage und Selbstklage und so weiter, dieser Zweifel letztendlich. Und David, so macht uns die Bibel deutlich, er bringt all das vor Gott, macht deutlich, stärke mich und gib mir einen willigen Geist, veränder du mich, ich kann es nicht selber tun. Im Vers 12 heißt es dann sogar, Gott, schaffe mich neu, mach mich neu, da ist alles irgendwie völlig schräg gelaufen, gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Er erkennt seine Schwachheiten und wie schön, die Bibel lädt uns ein, mit aller Schwachheit, mit aller Last, mit allem Versagen dürfen wir zu unserem Gott kommen. Und wie wunderbar ist dieses Evangelium, die gute Nachricht. Er ist der, der vergibt, der heilt, der rettet, der wiederherstellt, der auch in größter Schuld und Not uns unser Gewissen plagt, uns nicht verurteilt und wegschiebt und verdammt, sondern der Gnade und Güte über uns gibt und Barmherzigkeit in Jesus Christus. Denn er hat alle Strafe auf sich genommen. Und das darf uns zum Ende dieser Woche ermutigen und stärken, voller Freude letztendlich an seinem Heil erfüllen. Und wo immer wir da merken, da bin ich herausgefordert, da ist Last in meinem Leben. Meine Empfehlung vom Wort Gottes her, lasst es uns nicht noch länger mit uns rumschleppen, sondern lasst uns heute diesen Tag nutzen, das vor Gott zu bringen und zu beten wie David. Mach mich neu, Herr, vergib mir, richte mich aus, gib mir neu die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Gott segne euch und wir sehen uns am Montag gerne wieder.